Dele Alli stand in der laufenden Saison in 9 von 11 Premier League-Spielen nicht im Tottenham-Kader. Wenigstens in der Europa League ließ ihn José Mourinho meist spielen. Im Gruppenfinale gegen Royal Antwerpen wechselte Mourinho aber 5 andere Spieler ein. Nach dem letzten Wechsel ging Alli deswegen in die Kabine und holte sich eine wärmere Jacke, in der er den Rest des Spiels verfolgte. Natürlich ist ein Spieler auf der Bank nicht glücklich, wenn er nicht zu den 5 Eingewechselten gehört. Von mir aus kann jeder Spieler bei kaltem Wetter in die Kabine gehen. Ich finde es sogar gut, wenn das passiert. Dimitar Berbatov hat über die gemeinsamen Trainingseinheiten mit Cristiano Ronaldo gesprochen. Der Ex-Leverkusener und CR7 standen in der Saison 2008-2009 gemeinsam bei Manchester United auf dem Platz. Du bist ins Training gekommen und er war schon im Kraftraum. Dann sind wir nach dem Training geblieben, um noch zusätzlich Abschlüsse zu trainieren. Als er fertig war, ist er schwimmen gegangen und dann zurück in den Kraftraum. Er war entschlossen, der Beste zu sein, erzählte Berbatov in der Marca. Das Training mit ihm war wie ein Krieg, weil ich an nichts anderes dachte als zu gewinnen. Auch die kleinen Duelle, die wir organisiert haben. Dies sei aber nicht negativ gewesen, im Gegenteil. Cristiano war ein guter Junge, der die Wettkampfatmosphäre im Team geschärft hat. Die Young Boys Bern haben sich dank 2 Toren in einer dramatischen Schlussphase für die K.O.-Phase der Europa League qualifiziert. Die Schweizer drehten in der Nachspielzeit einen 0:1 Rückstand gegen den CFR Cluj. Die Wende brachte ein fragwürdiger Platzverweis. In der 90. Minute sah Keeper Christian Balgradean bei einer Klärungsaktion die rote Karte, obwohl er vor allem den Ball erwischte. Jean-Pierre Nsame verwandelte das Geschenk vom Punkt zum 1:1 Ausgleich. Bei einem Konter kassierte Cluj anschließend noch das 1:2. Schiedsrichter Bastien Benoit stellte außerdem noch 2 weitere Platzverweise aus. Nach der Partie ließen die Rumänen mächtig Dampf ab. Cluj-Torwart Balgradean wütete: Der Schiri hat uns wahrscheinlich rausgeworfen, weil wir Rumänen sind. Wir sind zu klein. Die wollten wohl, dass die Schweizer weiterkommen. Ich weiß es nicht. Kapitän Camora ergänzte: Dieser Schiedsrichter ist eine Schande. Mir fehlen die Worte. So etwas habe ich noch nie erlebt. Die italienische Justiz hält an einer 9-jährigen Gefängnisstrafe für den früheren brasilianischen Fußballstar Robinho fest. Ein Gericht bestätigte am Donnerstag das Urteil gegen den 100-maligen Nationalspieler, der 2013 an einer Gruppenvergewaltigung in Mailand beteiligt gewesen sein soll. Damals stand der heute 36-Jährige beim AC Mailand unter Vertrag. Er beteuert weiter seine Unschuld und kann binnen 90 Tagen erneut Einspruch einlegen. Robinho war 2017 in Abwesenheit verurteilt worden. Nach 9 Erkenntnissen in dem Fall wie Telefonmitschnitten war im Oktober auf öffentlichen Druck sein Vertrag bei seinem Heimatclub FC Santos auf Eis gelegt worden. Mick Schumacher hat sein lang erwartetes Formel-1-Debüt gegeben und eine solide Leistung gezeigt. Der 21-Jährige ist beim Großen Preis von Abu Dhabi im ersten freien Training erstmals für den Haas-Rennstall gefahren. Schumacher beendete die Session auf Rang 18 vor seinem Haas-Kollegen Pietro Fittipaldi und Daniel Ricciardo, der das Training bereits nach 3 Runden beenden musste. Am Ende war der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher ganze 2,8 Sekunden schneller als Fittipaldi. Auf die Trainingsbestzeit des Niederländers Max Verstappen im Red Bull hatte Schumacher 3,857 Sekunden Rückstand.